Hallo und willkommen zu World of Warcraft, Warlords of Draenor. Wir sind hier in der Blutschlägermine. Jetzt in der letzten Instanz. Und danach können die Raids starten hier auf meinem Channel. Wir raiden heute Abend auch und ich hoffe, dass ich das ja nicht vergesse, Aufnahmetaste zu drücken. Aber sollte wohl funktionieren. Die wollen den. Ich weiß gar nicht, wie wir da lang müssen. Die wollen den Anhänger mitmachen. Ich meine rechts. Okay, zuerst rechts rum. Ich weiß den Weg so auch nicht mehr. Doch, ich glaube, rechts ist schon richtig. Ja, aber wir machen erstmal den Trash. Wie ihr seht, hier gibt es 1, 2, 3, 4 Bosse. Oh, ich habe sogar eine Quest hier. Schön. Gut zu wissen. Ich habe meine Garnison ein bisschen umgebaut. Ich habe das Sägedeck jetzt abgerissen und dafür wieder die Taverne gebaut. In der Hoffnung, dass ich da jetzt noch die ganzen Quests mal machen kann. Und ja, dass ich dann dafür den Erfolg kriege, dass ich dann auch Bauplan für die Stufe 3 kriege. Von den Tavernen. Ich hoffe mal heute Abend im Raid, da kriegen wir, oh, ich hoffe mal die 4 Bosse down. Karat, Butcher, Cactus und die Twins. Hoffe ich mal, dass wir die schaffen. Dass wir dann Montag und Dienstag uns auf die anderen Bosse konzentrieren können. Dann machen wir dann auch nochmal Karat HC. Aber die Taktiken sind eigentlich von dem HC und Normal Mode gleich. Ich glaube, nur nachher im Mythic-Mode ändert sich die Taktik dann. Kann meine Gruppe uns nur wenig abbringen zeigen. Da bin ich ja ganz froh drüber. Oh, wenig Gesundheit. Ich schmeiße mal einen Heal an. Bei der LFR, der zweite Teil, ist ja auch schon groß und da war ich auch schon aber komplett drin, habe mir die Dominanzsteine abgeholt. Mehr brechen! Ah, stimmt, da hinten läuft ja Crowman. Ja, machen wir den halt noch mit. Ist ja auch kein großes Problem.
Essen, was? Hm, keine Ahnung, ist mir eigentlich auch Wumpe. Meine Sklaven! Die gehören den Blutschlägern! Wir warten mal kurz auf den Hexer, der da hinten ein bisschen AFK rumstand. Ach nee, der war da. Okay. Ja, ja, kommt her! Ich lege euch in Ketten! Jo, der Boss, was kann der? Der hat einmal gerade wilder Schrei. Achso, das muss man unterbrechen. Ich weiß gar nicht, was da passiert. Ich bin hier so selten drin. Hütet euch. Dann macht er einmal diesen Erdstampfer. Da muss man weggehen, weil man sieht, das stunt in dem Bereich. Hütet euch. Jetzt spawnt er hier einmal so Äxte, die müssen angetankt werden. Dann macht er hier wieder einen wilden Schrei. Ich hab keine Ahnung, was der macht, wenn man den unterbrecht. So, hier seht ihr nochmal dieses Erdstampfen. Das stunt halt einfach alle mal. Hütet euch. Ich hab den Gesundheit. Sklaven! Jetzt hat er gerade jemanden angesprungen. Kein großes Problem. Hütet euch. Ah, ich glaube, wilder Schrei ruft hier die Dingens, die Ads herbei. Hütet euch. Schnappt euch den Wurm da! Ja, kommt nur mehr Ads jetzt, wenn das nicht interrupted wird. Naja. Dafür werden wir euch alle töten. Also, das sollte man besser interrupten. So, jetzt mit ihm, ja. So, dann gehen wir jetzt wieder links rum. Auf dem Weg zum nächsten Boss. Er darf nicht sterben. Und du auch nicht. Ja. Wird schon schief gehen. Heißt an der A-Hörnchen, oh Gott. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute wir heute Abend sind. Ich glaube, wir sind auch nur wieder 11 Leute. Wir sind ja eigentlich eine relativ kleine Truppe, die wieder immer durchrennen durch den Raid. Aber sollte also von meiner Seite aus keine Probleme geben. Ich bin jetzt sehr gut equipped. Bin jetzt voll epic. 654 Item Level. Kann man ja eigentlich so schon nicht meckern. Was kam mir jetzt neu dazu? Einmal das Schmuckstück habe ich mir noch gekauft. Das kriege ich vom Raid nochmal ein Upgrade drauf auf Phase 2. Und ich weiß gar nicht, was sonst noch jetzt noch so neu kam. Oh, habe ich verpult. Naja, egal. Einfach alles mitnehmen. So, wer ist da vorne? Die interessiert doch wohl gar nicht mehr. Ah, doch, jetzt wirst du einfach angezogen. Braucht ihr etwas? Braucht ihr etwas? Olafs Schild. Ah, das brauche ich auch noch. Das ist zu weit entfernt. Tja. Irgend mit Feuerbrand unterbrochen. Hm. Okay. Hat der Hexer mal einen rausgeholt. Auch nicht schlecht. Sieht man selten. Naja, eigentlich auch nicht so selten, aber...
Junge, ich hoffe, ich krieg hier alle. Sieht aber doch schon so ganz gut aus. Wow, da bin ich fast verreckt. Gott, hier von überall kommen sie her. Ich muss überall die Akku halten. Das hier ist aber auch noch nicht der Boss. Der Boss kommt gleich erst. Ah, da ist wohl einer verreckt. So, der ist auch dood. Aber Chrome ist noch da. Wunderbar. Ja, habe ich hier sonst irgendwelche Quests gehabt? Nee, das war nur Olaf sein Schild. Kann ich euch helfen? Wunderbar, wo ist denn jetzt der Monk? Der kommt gerade wieder angelaufen. Der Hexer stirbt da vorne fast, der Idiot. Alter, warum rennt der denn noch einfach so weit vor? Das ist doch scheiße! Ja, toll. Ja, der Hexer hätte ich einfach verrecken lassen sollen. Ich glaube, das wäre besser gewesen. So, ein bisschen Schadenvermeidung. Ich weiß nicht, ob Chrome noch lebt oder nicht. Ja, Mensch, sind wir sogar schon mal gestorben. Hier auch nicht schlecht. Hätte aber nicht sein müssen. Na, was willst du machen? Ach ja, das Equip von dem ist jetzt auch nicht das Beste, aber mein Gott, ist doch nicht schlimm. Ich buff nochmal durch. Und dann holen wir uns jetzt mal den Boss Schmiedemeister Gok. Gokdu. Hier gibt's, ja, ich weiß nicht, das zählt glaube ich als ein Boss, ist aber zwei Bosse irgendwie. Einmal ist er hier, er beschwört Ed. Ja, einmal so ein Erdelementar und ein Feuerelementar. Dann der Erdelementar castet so einen großen Hieb vor sich, da muss man rauslaufen. Sieht man jetzt gerade. Er macht so einen Feuersturm. Ich weiß nicht, wo man die jetzt gerade gesehen hat. Sollte man interrupten? Alter! So, dann ist jetzt der nächste Boss. Ich weiß gar nicht, was der gerade gemacht hat. Ja, der schmeißt ab und zu auch wieder solche Ads raus. Schlackehieb, genau. Das ist, macht er so ein, ja, so ein AE um sich rum. Sollte man rauslaufen.
Und diese Ads machen hier nochmal diese Spikes da aus dem Boden auch rauslaufen. Und das war, soweit ich weiß, eigentlich auch schon der komplette Boss. Ja, bei diesem geschmolzenen Einschlag kommen halt nochmal die Ads. Das war der dritte Sieg jetzt, da sieht man mal, wie selten ich hier in dieser Instanz war. Jetzt müssen wir kurz auf den nackten Mann warten. So, er hat sein Schwert und rennt los. Wie heißt der? Furorhit? Ist das nicht vom Vari eigentlich Furor? Hat er doch eigentlich einen falschen Namen. Da verliere ich gerade was auf dem Schreibtisch, das einmal mal nach unten fällt. Ah, kann ja mal passieren, ne? So, ich hoffe mal, der edit nicht, wenn ich hier an der Seite lang laufe. Slugner, ja, das ist hier irgendwie so ein kleiner Miniboss, glaube ich, der aber auch nichts droppt und ja, kann man eigentlich so als normalen Mob abtun. Gibt's auf der anderen Seite auch nochmal, das ist so ein alter Eber. Ich weiß gar nicht, sehe ich ihn von hier aus? Nee. Oder kann ich den? Nee, sieht man nicht. Ja. Braucht er eigentlich auch keine Erklärung. Und da vorne steht auch schon gleich der nächste Mob. Da ist ein bisschen Movement gefragt auf jeden Fall. Auch von allen dann. Von der ganzen Gruppe, vom Tank, vom Heiler, von den DDs. Ist natürlich immer nur die Frage, ob die es auch alle einhalten. Meistens nicht der Fall. Verängstigt. Ja, da ist eigentlich vom Priester der Furchtzauberschutz eigentlich ganz toll. Aber ich glaube, der funktioniert nur für einmal und dann auf Cooldown, wenn ich mich recht entsinne. Ich habe zwar selber einen Priester, aber habe ich zwar schon auf Level 100 gelevelt, aber ja, noch nicht so derartig groß gezockt mit. Wir warten kurz, bis der Healer wieder Mana hat und dann pullen wir mal Rollteil. Ja, der macht einmal so ein... Na gut, ich weiß nicht, wie das heißt. Wir können ihn auf jeden Fall hier direkt am Ende der Brücke tanken. Feurige Brocken, genau, da castet er einmal hier solche Bälle, die runterfallen. Muss man rauslaufen, das sieht man aber auch hier am Boden. Die kommen, die laufen einmal, ja, zurück und wieder hin, also hin und zurück laufen die. Muss man da einfach immer schön laufen. Und dann macht er so eine Hitzewelle, die einen, ja, wie man sieht, so nach hinten treibt. Und da sind auch schon zwei verreckt. Schön. So soll's laufen. Die sind wohl in die Lava oder sowas gefallen. Hütet euch. Hütet euch. Hütet euch. Ah,
Ach, oh, die kommen ja wieder zurück. Ah, da habe ich es wieder vergessen. Und da stirbt der Nächste. Hütet euch. Aber der Boss sollte auch so funktionieren. Ich habe einigermaßen guten Selfie, wie man ja ein bisschen hier so sieht. Hütet kann euch. Ich mich also doch noch ganz gut am Leben erhalten. Hütet euch. So, wir gehen dann jetzt hier wieder nach außen, da die ja zurückkommen, die Hütet schönen euch. Feurigen Bälle. Oh Gott, scheiße. Alter, hier ist ja alles voll. Hütet euch. Boah, boah. Alter, da ist ja alles voll mit dieser verkackten Schlacke. Oh Mann. Wollen wir mal Massenwiederbelebung wirken? Eieiei, das war. Ja, nicht schön, ne? Aber selten. Alter Schwede. Ja, damit ist Chroman, glaube ich, auch gefällt. Ich werde euch heimleuchten. Oh, da einer Milhouse-Mana-Sturm. Oh. Aber das habe ich, glaube ich, auch. Mounts, Pets, Spielzeuge. Wollen wir doch mal schauen. Ich habe mir auch nicht so viele. Wo ist denn Chroman? Ja. Ich werde euch heimleuchten. Den habe ich. Puh, keine Ahnung, wo Chroman jetzt war. Wo bleibt der Heiler? Da kommt er. Schön, dann können wir mal loslaufen. Von welcher Gilde kommt denn A-Hörnchen? Der kommt hier von meinem Server, das Ordnungsamt. Oh Gott! Eieieiei, Ordnungsamt. Ich werd wahnsinnig. Und da vorne kommt auch schon gleich der nächste Boss. Und ja, Mensch, jetzt hacken die da ein bisschen auf dem Healer rum. Naja, wenn er halt noch nicht so großes Equip hat. Tja, ich störe mich ja nicht so dran. Dass er mal stirbt. Ich meine, ich habe genügend Cooldowns, dass ich mich hier auch selber hochheilen kann und dass ich weniger Schaden fresse. Dann müssen halt die Leute auch mal ein bisschen was dafür tun. Es wird mir eine Freude. Und da vorne sein, ist auch schon der Endboss. Guckrock. Toller Name. Ach, wollte einfach mal, warum auch nicht. Kann man ja mal machen. So, der Healer braucht ein bisschen. Okay.
Ich mag das nicht, wenn andere Leute pullen, ne? Da bin ich ja so überhaupt kein Fan von. Und man kann auch interrupten hier. Das hilft kein. Das schadet kein. Und da holt er den einfach auch raus. Ich fass es nicht. Naja, hat er wenigstens gleich wieder in den CC gepackt. So, und jetzt muss der Healer gleich erstmal ein bisschen Mana regen. Sure. Irgendwie kommt er hier nicht hergelaufen. Ja, schön. Das ist ja natürlich super. So, der Boss castet hier solche kleine AEs rum. Da muss er rausgezogen werden und sollte man auch nicht drinnen stehen. Genauso castet der hier auch so eine Schlacke. Muss man umhauen. Schnellstmöglich. Da ist der Touch of Death natürlich wunderbar. Vom... Na, wie heißt der? Vom Monk. Die Elemente gehorchen mir. Da beschwört er schon die nächste Schlacke. Brennt. Wäre super, wenn man den nochmal interruptet. Und ja, das war eigentlich auch schon so der Boss. Ich mach das dann halt mal. Die Elemente gehorchen mir. Brennt. Na gut, dann holen wir den Boss jetzt einfach so. Kein großes Problem. Wir kriegen sogar noch was, aber können wir nicht gebrauchen. Nun gut, ja, das war die Inni. Blutschlägermine ging relativ schnell. Ich hoffe, das war alles so verständlich. Ja, und dann sehen wir uns jetzt demnächst in den Raids. Bis dahin, tschüss.